Herzlich willkommen zurück zu Sardes Factory. Wir haben einiges geschafft in letzter Zeit im Stream. Und zwar haben wir hinten einmal die automatische Verkabelung. Wir haben hier vorne, also hier unten da, einmal die vielseitigen Rahmen. Und die Dinger brauchen wir alle für den Weltraumlift. Und wir haben, wenn ich jetzt richtig liege, auf jeden Fall alle Ressourcen, die wir brauchen, um jetzt Stufen 5 und 6 freizuschalten. Und wenn ihr das hier feiert, dann könnt ihr auf jeden Fall gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo dalassen. Oder hier in den Twitch-Livestreams dabei sein. Wir laufen jetzt einmal schnell nach hier hin, packen die ganzen Ressourcen in den Weltraumlift und schauen mal, was wir dann so bekommen. Am Kohle-Powerplant haben wir natürlich auch noch weiter gearbeitet. Das heißt, wir haben fast die Hälfte von den 100 Generatoren. Also wenn wir hier schauen, wir produzieren jetzt schon 3300 Megawatt. Und bei 3500 Megawatt haben wir schon die Hälfte, also 50 Generatoren aufgebaut. Und das haben wir auf jeden Fall sehr bald geschafft. Jetzt müssen wir hier einmal komplett durch. Einmal hier runter. Und dann sind wir schon gleich da. Wenn ihr auch wissen wollt, wie wir hier hingekommen sind, könnt ihr natürlich gerne auch in die Playlist schauen, die in den letzten 10 Sekunden hier in diesem Video oben rechts verlinkt sein wird. Ist natürlich auch unter dem Video immer vorhanden. Und dann folgen wir einmal hier dem Fördermann. Hier steht er, der Weltraumlift. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt alles haben. Aber ich denke schon, dass wir alles haben. Ich meine, es wären 500 vielseitige Rahmen gewesen. 100 Stück hatten wir schon. Wir sehen es ja gleich. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wenn wir 500 Rahmen haben. So, nachdem wir jetzt hier einige nochmal rübergelaufen sind, haben wir jetzt auf jeden Fall alle Einheiten. Und jetzt schießen wir den Vogel ab. Und dann würde ich sagen, mit. Fliegt er. So, jetzt schnell hier unten zum Map und schauen, was wir gekriegt haben. Danach schauen wir mal, was wir als nächstes hier für den Weltraumlift brauchen. Ganz schnell nach hier drüben. Nein, hier hin. Genau. So, Stufe 5 und 6. Die Ölverarbeitung. Treibstoff. Oh, das Ventil kriegen wir auch direkt. Okay. Dann kriegen wir auf jeden Fall der modulare Motor. Okay. Interessant. Dann haben wir hier einmal die Umfüllanlage mit Kanistern und so Zeug. Ja, gut. Die Gasmaske. Könnte hilfreich sein. Dann haben wir hier den Treibstoffgenerator. Das MK4-Förderband. Und das Kriterium. Das Jetpack. Was sehr, sehr schön wäre. Und die Züge. Das haben wir, das haben wir. Wir brauchen nur Rahmen und Computer. Könnten wir Züge bauen. Und die MK2-Pipeline. Da müssen wir jetzt aber erstmal ein bisschen Kunststoff und Gummi raffinerieren. Also gut. Wir müssen bei der Ölverarbeitung beginnen. Und jetzt natürlich die Frage, wo ich die Motoren herkriege. Habe ich die schon freigeschaltet? Warte mal kurz. Tatsache, wir haben sie schon. Achso, das ist ja gar kein Problem.
Und dann Torkoks, okay, ja, das kriegen wir alles. Den Rest haben wir. Es sind nur die Motoren, die fehlen. Und dann müssen wir hier mal die ersten Raffinerien aufstellen. Und ein bisschen Öl fördern. Gut. Den wählen wir auf jeden Fall mal aus. Die Ölverarbeitung. Können hier direkt alle Rohre und Kupferbleche und so reinschieben. So, dann brauchen wir natürlich noch eine kleine Motorenfabrik. Und dann holen wir noch schnell das Kupferblech. Und dann sehen wir uns, glaube ich, wieder, wenn wir die Motorenfabrik bauen. Weil ihr wollt ja auch, dass in der Folge ein bisschen was passiert, ne? So. Einmal hier runter. Immer noch nicht auf Foundations, aber das ist halt jetzt einfach mal so. Wir brauchen ja nur ein Stack. Das ist es ja schon. Wir können direkt hier die 500 Einheiten abschließen. Dann schauen wir mal, weil die Rohre und die Stahlbetonträger haben wir alle. Nur die Motoren müssen wir noch einmal produzieren. Einmal hier durch, hier drüber. Das packen wir da rein. Und dann schauen wir noch ganz schnell beim Weltraumlift vorbei, was wir da jetzt benötigen, um die Stufen 7 und 8 freizuschalten. Was dann höchstwahrscheinlich die Aluminiumverarbeitung sein wird. Was brauchen wir dafür? Oh. Gut, die laufen ja einfach weiter, ist ja nicht schlimm. Ach, da haben wir die 500 modularen Motoren für gebraucht. Und die Steuereinheiten. Können auf jeden Fall das da mal reintun. Okay. Dann sehen wir uns wieder, wenn wir beim Bau der Motoren angekommen sind. So, wir haben jetzt einmal eine ganz kurze improvisierte Motorenfabrik aufgebaut. Weil erstens kommen hier nicht genug Stahlrohre. Weil hier nur 20 kommen, die werden nur in den Container eingelagert. Und deswegen kommt hier tatsächlich nur 10 Rohre pro Minute an, statt 15. Und deswegen kommen hier natürlich nur maximal 5 Statoren an. Da wir aber 10 brauchen, heißt das, wir produzieren die Motoren nicht mit 5 Einheiten pro Minute, sondern mit 2,5 Einheiten pro Minute. Was uns aber nicht stört, da wie ihr seht, wir schon 51 Motoren haben, die wir jetzt direkt einmal hier hinten ins Hub bringen werden. Und dann schalten wir auf jeden Fall mal die Ölaufbereitung frei. Und dann gehen wir da hinten hin zum Ölstrand, der da ganz außen an der Karte ist. So im Nordwesten dürfte der liegen. Und dann holen wir uns da mal auf jeden Fall Öl. Und dann bauen wir, glaube ich, eine Computerfabrik. Um schon mal eine gewisse Anzahl an Computern zu haben. Die wir ja für die Züge und den ganzen anderen Kram dann auch noch brauchen. Und sobald wir es freigeschaltet haben, bauen wir ebenfalls noch eine verstärkte Stahlrahmenfabrik. Da hatte ich jetzt, zumindest in meinem letzten Spielstand, hatte ich eine Fabrik, die 10 verstärkte Stahlrahmen pro Minute produziert. Und ich glaube, so in die Richtung werden wir das hier auch bauen. Weil wir zurzeit noch nicht wirklich viele von denen brauchen. Brauchen wir nur zum Bauen so ab und zu mal. Und deswegen brauchen wir da keine extrem hohe Anzahl. Aber ein paar schon. Und bei den Computern müssen wir mal schauen,
was wir da alles so brauchen. Aber ich glaube, da oben im Nordwesten der Karte kriegen wir auf jeden Fall einige höherwertige Ressourcen. Und deswegen glaube ich, sollte das so einigermaßen funktionieren. Und da sind wir auch schon praktisch wieder da. Hier oben seht ihr schon die fast 50 Kohlegeneratoren von den 100, die da oben alle ganz gemütlich vor sich hin die Kohle verbrennen. So, wir packen jetzt die Motoren hier rein, drücken auf den großen roten Knopf und boom. Milestone reached. Oil acquisition and refining unlocked. Oil-based products can now be made. The byproducts of oil refinement can be used after further processing, as seen in the refinery. Caution. This is a reminder to minimize the chance of expiration during out-of-base activities. Okay. So. Wir können schon mal schauen, was wir dann als nächstes noch freischalten wollen. Wir brauchen die Computer und den ganzen anderen Kram hier. Das heißt, wir wählen den schon mal aus. Und dann brauchen wir natürlich Öl und Plastik. Das heißt, wir benötigen Ölpumpen. Und natürlich einige Raffinerien. Ja. Dann ist nur die Frage, wir produzieren ja diese lila Pumpe, ne? Was wir aus der machen, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall brauchen wir, glaube ich, vier Ölpumpen. Jetzt hör doch mal auf hier. Es geht. Oder stirb. Ach, was auch immer. So. Vier Ölpumpen ist erstmal das erste. Und dann bauen wir einfach noch ein paar Raffinerien. So, dass das mal anlaufen kann da oben. Und dann sehen wir uns, glaube ich, hier oben im Strand gleich wieder. So, wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Oh, der Truck ist ganz schön laut, merke ich gerade. Wir machen uns mal auf den Weg hier hinten zu diesen Erdquellen. Und schauen wir mal, was wir da so finden. Sehr langsam hier. So, ich glaube, hier vorne müssen wir jetzt einen ganz kleinen Sprung machen. Ich glaube, wir stellen das mal in den Optionen bei Audio ein bisschen leiser. Ist natürlich die Frage, oder was? Oh, wir haben es geschafft, okay. Ah, hier fällt es runter. Machen wir es auch noch halb so laut. So. Wir können eigentlich hier unten am Strand entlang fahren. So. Ja, hier können wir entlang fahren. Wir können natürlich jetzt nicht scannen, während wir im Auto sind. Das heißt, wir müssen immer regelmäßig aussteigen, aber das schaffen wir schon. Okay, wie geht's so? Ploppt er da einfach auf? Dann müssen wir hier mal hin, glaube ich, um das Eisenerz hier zu finden. Das ist natürlich nicht Teil der Sache. Nur Sinn der Sache natürlich. Wir fahren hier weiter. Kommen wir hier runter schon an den Strand. Das sieht gut aus, ja. Okay.
glaube, hier sind wir schon fast. Problem bei dem Bogen. Der Schlüssel sein. Hier haben wir erst noch den einen Drop-Pod. Können wir direkt mal schauen, was wir brauchen. Vorher müssen wir natürlich die zwei hier töten. Das war jetzt eigentlich sehr unfair. Ha, ausgetrickst. Müssen wir noch die Fliegen hier wegholen. Schade, dass man da nie jemanden direkt trifft. Einer. Zwei. Drei. So. Was brauchen wir? Wir können ihn direkt öffnen. Nehme ich, ne? Data on the hard drive has been salvaged and can be repurposed to unlock an alternate recipe. Salvaging more hard drives will provide additional alternate recipes. Okay. Brauchen wir natürlich da hinten. Okay, wir haben es gefunden. Es ist in Sicht heute. Ich glaube, hier oben lag auch irgendwo noch ein Drop-Pod. Aber wir fahren jetzt erstmal nach hinten. Dann sehen wir uns, glaube ich, sehr bald mit entweder der improvisierten Fabrik hier oder mit der Computerfabrik, die wir hinten vielleicht aufstellen werden. Ich weiß es noch nicht. Hier haben wir die erste Ölquelle. Ist hier auch noch so ein kleiner oder... Ist hier einfach niemand. Ist auch gut möglich. Ich sehe zumindest niemanden, der mir jetzt hier Stress macht. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall sehr bald in der nächsten Folge Satisfactory wieder. Dann werden wir hier ein bisschen was gebaut haben und dann, glaube ich, läuft das.